Ich bin
So, da wir jetzt zum Publikum nur zwei Lautsprecher haben, bitte rückt einfach ein bisschen näher ran, damit dann auch ganz hinten die Leute was verstehen. Senator Chikas, ja, hört ihr uns? Ja! Mal wieder so! So, da wir jetzt zum Publikum nur zwei Lautsprecher haben, bitte rückt einfach ein bisschen näher ran, damit dann auch ganz hinten die Leute was verstehen. Ich werde jetzt nicht zu einer Partei aufrufen, denn es ist keine Wahlkampfveranstaltung in meinen Augen, es ist ein Protest überparteilich. Und daher finde ich es aber wichtig, um ein, zwei Punkte aufzugreifen, wenn ihr die Wahlprogramme durchlest, achtet vor allem auf das Thema Souveränität. Achtet darauf, wenn...
Funken von Hoffnung besteht, dann geh doch endlich. Wusste sowieso, wir sagen dir, geh doch. Wir sagen dir, allein kann die Antwort nicht sein. Versteh doch. Gefällt dir in Berlin? Ja, ich habe noch eine Bitte. Ich bitte jeden, der jetzt hier an sich ein Herz fassen kann, am 23.09. vor dem Bundeskanzleramt sich einzufinden, um dann am 24.09. die Wahlbeobachtung zu übernehmen. Ich bin der Meinung, am 23.09. am Bundeskanzleramt, dass jeder Einzelne für sich und daraus geschlossen eine Gesamtheit, nicht ein Name, nicht eine Partei, sondern jeder, der das Herz für Deutschland in sich trägt, hat die Pflicht, am 23.09. vor dem Bundeskanzleramt zu stehen. Danke. So, jetzt geht's auf zum Potsdamer Platz. Und ich will noch mal ganz kurz was sagen, wie es gerade
zugetragen worden, dass es hier auch dänische Touristen, die das hier mitbekommen haben, und die haben den Daumen nach oben gemacht. Mit der AfD-Partei und als Patrioten gemeinsam. Denn wichtig ist es, gemeinsam zusammen vereint zu kämpfen. Denn alleine sind wir gar nichts. Der Widerstand der Patrioten darf nicht verebnen im Oktober, nachdem Merkel gewählt wird. Nein, er muss weiter intensiviert werden. Wir müssen weiter kämpfen in Deutschland. Denn es ist ein langer Weg. Aber er wird definitiv nicht umsonst sein.